Hallo ihr Lieben, ich habe nach langer Zeit mal wieder eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um das 9. Haus von Labor Dugo gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes, wie immer vorweg, ich habe das Buch hier netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe, denn es ist ein Must-Read gewesen und ich hätte mir das Schätzen hier sowieso gekauft. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr über dieses Buch hier gefreut. Und ja, ich würde sagen, wir starten wie immer damit, dass ich euch erkläre, worum es in das 9. Haus eigentlich geht. In dieser Geschichte hier geht es um Alex Stern. Und Alex ist unsere Protagonistin in dieser Geschichte. Und Alex geht auf die Universität in Yale. Das ist ja eine sehr, sehr alte Universität. Eine Universität mit einer sehr langen Geschichte. Und eine Universität mit sehr, sehr vielen Studentenverbindungen und entsprechenden Häusern. Und es gibt an der Yale-Universität insgesamt 9 alte Häuser, die schon seit 1800... ich weiß nicht mehr, wann genau existieren. Und das sind die ältesten Studentenverbindungen von Yale. Und diese Studentenverbindungen sind etwas Besonderes. Denn die alten 8 Verbindungen benutzen Magie. Und jedes Haus sozusagen von diesen alten 8 Häusern hat eine andere magische Fähigkeit, die sie ausmacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir nicht gemerkt, welches Haus welche Magie ausübt und welches Haus wie heißt, welches Haus wo ist und... das hat meinen Kopf einfach überfordert. Auf jeden Fall gibt es in Yale diese 9 Häuser. Es gibt diese 8 alteingesessenen Verbindungen, die die Magie benutzen. Und dann gibt es das 9. Haus. Das 9. Haus ist quasi das Haus, was alle anderen bewacht und halt guckt, dass die Gesetze und die Regeln eingehalten werden, die irgendwann mal definiert worden sind. Denn es gab mal einen Vorfall vor ganz, ganz langer Zeit, wo etwas schiefgegangen ist und dann hat man gesagt, sowas darf nicht wieder vorkommen und daraufhin wurde das 9. Haus gegründet. Und ja, unsere Protagonistin Alex ist aufgrund von Verkettung von Ereignissen beim 9. Haus gelandet, als quasi, ja, wie nennt man das? Also sagen wir mal, Alex ist quasi der Azubi vom 9. Haus, das ist das Haus Lethe und der Azubi, quasi der Student, der quasi in diesem Haus jetzt aufgenommen wurde und quasi noch in der Ausbildung ist, ist der Dante. Und derjenige, der quasi schon dieser Verbindung angehört vom 9. Haus, das ist der Virgil, also der Ausbilder, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und ja, Alex kommt, wie gesagt, aufgrund von Verkettung von Ereignissen zu Lethe und an die Yale-Universität. Und ja, die Yale-Universität hat sie nicht ohne Grund zu sich geholt, denn sie hat eine besondere Fähigkeit. Wir begleiten in unserer Geschichte Alex, wie sie quasi im Haus Lethe ankommt, wie sie als Dante, quasi als Azubi, dort ihren Alltag erlebt, wie sie ihren Studentenalltag noch damit verbinden muss, weil sie hat ja bestimmte Pflichten, die sie auch für Lethe erfüllen muss. Und ja, eines Tages wird auf dem Campus eine Leiche gefunden. Und was es mit dieser Leiche auf sich hat, ob die Studentenverbindungen, die großen alten 8, damit irgendetwas zu tun haben, das muss Alex herausfinden. Und das ist gar nicht so einfach, denn während ihrer Ermittlung stößt sie auf ganz, 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 ganz verschwörerische Dinge. Und ja, dann hat Alex noch ein weiteres Problem, auf das ich hier nicht näher eingehen möchte, sonst würde ich euch zu viel verraten. Ja, all das muss Alex jetzt irgendwie versuchen hinzukriegen und zu ermitteln. Sie muss herausfinden, was hat es mit dieser Toten auf sich, die auf dem Campus gefunden wurde? Was steckt genau dahinter? Dann, ja, je weiter ihre Ermittlungen sie führen, umso mehr tut sich eine Verschwörung auf. Sie muss versuchen, da dahinter zu kommen. Sie muss gucken, wem sie noch vertrauen kann. Und ja, wie gesagt, dann hat sie noch dieses eine ganz große Hindernis, was ihr richtig Schwierigkeiten bereitet. Und ja, auch da muss sie gucken, was sie damit jetzt tut und wie sie damit umgeht. Und das ist es im Endeffekt, was in dieser Geschichte passiert. Man versucht herauszufinden, was hinter dieser großen Verschwörung steckt, was es mit dieser Leiche auf sich hat. Und ja, wir begleiten Alex da auf ihrem Weg. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Buch hat ein offenes Ende. Also das ist nicht das Ende von der Geschichte. Und ja, ich bin auf den zweiten Teil sehr, sehr gespannt. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen, weil ich glaube, dass der zweite Teil richtig, richtig spannend noch wird. Ich komme gleich mal zum Buch. Ich muss sagen, dass die Geschichte mir im Großen und Ganzen von der Story her wirklich gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte ultra interessant. Ich fand den Ansatz dieser Geschichte interessant mit diesen 8 Häusern. Die 8 Häuser stehen hier hinten übrigens alle nochmal drinnen mit Namen und was sie genau für Magie ausüben. Da kann man jederzeit auf jeden Fall nochmal nachlesen. Und ich fand diese ganze Geschichte und den ganzen Aufbau dieser Geschichte ultra interessant. Ich fand Alex als Protagonistin in dieser Geschichte mega interessant. Aber
für mich hatte dieses Buch auch echt Herausforderungen. Ich muss sagen, dieser Stil, wie diese ganze Geschichte geschrieben ist, hat mich sehr, sehr angestrengt. Die ganze Ausdrucksweise, wie dieses Buch geschrieben wurde, hat mich sehr angestrengt. Ich meine, dieses Buch ist definitiv kein Jugendbuch. Es wird auch in der Buchhandlung nicht bei den Jugendbüchern geführt. Es ist quasi ein Urban-Fantasy-Roman für Erwachsene, weswegen ich diesen gehobenen Ausdruck und diese gehobene Art und Weise schon verstehen kann. Aber ihr wisst, ich bin ein sehr anspruchsloser Leser und ich freue mich halt einfach, wenn ich Bücher lese, die sehr, sehr leicht sind und die gut von der Hand gehen und wo ich dann halt auch nicht so aufpassen muss beim Lesen und wo ich halt auch abschalten kann beim Lesen. Und das hatte ich bei diesem Buch nicht. Dieses Buch hier hat mich echt gefordert, weswegen ich auch für dieses Buch relativ lange gebraucht habe, um es zu lesen. Also ich habe, glaube ich, eine Woche an diesem Buch gelesen. Und ja, es hat mich halt schon einfach gefordert. Also das ist keine leichte Lektüre und ich finde, man kann dieses Buch vom Stil her und von der ganzen Art und Weise her definitiv nicht mit Grisha vergleichen. Und es ist nochmal ein Tacken schwieriger und komplexer wie das Lied der Krähen. Also ich finde, das Lied der Krähen von Leigh Bardugo ist ja schon im Vergleich zu Grisha um einiges komplexer. Von dem ganzen Aufbau her, von der ganzen Struktur her, von der ganzen Handlungsweise her. Und das hier ist nochmal ein Stückchen mehr. Und ja, das hat mich halt beim Lesen schon sehr gefordert. Das hat mich auch sehr, sehr gebremst beim Lesen. Das hat auch meine Motivation auf dieses Buch sehr, sehr gebremst. Also es gab Stellen und Absätze in diesem Buch, die ich wirklich zweimal lesen musste. Und ich habe auch zwei, drei Wörter wirklich nachschlagen müssen, damit ich weiß, was diese bedeuten, weil ich das aus dem Kontext nicht rausnehmen konnte. Also dieses Buch hat mich definitiv gefordert. Und das ist für mich halt immer so ein bisschen so schwierig. Weil ich möchte ja Bücher lesen, die mich entspannen, die locker von der Hand gehen. Und nicht, wo ich dann abends nach Feierabend noch hier sitze und denke so, okay, was? Warte, wie? Ich verstehe es gerade nicht. Moment. Und dann lese ich es nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, das war für mich so ein Minuspunkt an der Geschichte. Ein weiterer Punkt, der mich in diesem Buch gestört hat, war Zeitsprünge. Ich mag es nicht, das ist aber mein persönliches Ding. Das hat jetzt nichts mit diesem Buch zu tun, das ist halt mein persönliches Ding. Ich mag es nicht in Geschichten, wenn man springt. Wenn man ein Kapitel liest, heute ein Kapitel vor 4 Monaten. Ein Kapitel heute, ein Kapitel vor 4 Monaten. Ich mag das nicht. Auch wenn ein Kapitel, wie in diesem Fall, so zwischen 30 und 40 Seiten lang ist. Das ist auch im Übrigen etwas, was mich sehr, sehr nervt. Ich hasse lange Kapitel. Wenn es nach mir geht, können Kapitel am besten so 10 Seiten lang sein, dass ich dann halt auch wirklich immer Punkte habe, wo ich zumachen kann, das Buch, und weglegen kann, weil ich ein Kapitelleser bin. Ich kann ein Buch nicht mitten im Kapitel zumachen und weglegen. Das geht nicht. Da ist mein innerer Zwang einfach so da, dass der sagt, nein. Und deswegen hasse ich lange Kapitel und das war halt in diesem Buch auch noch so ein bisschen so eine Herausforderung, dass die Kapitel sehr lang sind. Aber wie gesagt, halt dieses damals, heute, damals, heute, damals, heute. Ich bin bei sowas einfach nur genervt, weil ich denke mir so, kannst du nicht einfach erstmal die Geschichte von damals schreiben und dann einen kurzen Übergang zu heute? Nein, damals, heute, damals, heute. Dann ist man in der Geschichte von heute gerade drin und dann puff, damals und denkst dir so, ich möchte jetzt aber wissen, wie es mit heute weitergeht, Mann. Nerv mich doch jetzt nicht. Und so ging es mir halt beim Lesen auch. Das hat mich streckenweise auch echt frustriert und das hat mich auch demotiviert beim Lesen. Aber wie gesagt, das ist halt so mein persönliches Ding. Viele Leute stört das überhaupt nicht. Für mich persönlich ist das halt immer so ein bisschen anstrengend einfach. Ja, also dieses Buch hat mich einfach gefordert beim Lesen. Es war keine leichte Kost für mich. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein sehr anspruchsloser Leser, weswegen ich ja auch keine komplizierten Werke irgendwie lese, ne? Weswegen ich nichts Philosophisches lese, nichts Historisches oder sowas, weil mich sowas einfach zu sehr anstrengt. Und deswegen lese ich ja auch gerne Jugendbücher, weil die einfach so schön einfach sind. Und ja, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, von der Geschichte her, von der Handlung her hat mir das Buch ultra gut gefallen. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Es ist krass, was in diesem Buch alles passiert. Es ist heftig, worauf das Ganze am Ende hinausläuft. Und es hat am Ende schon den Cliffhanger, dass man denkt so, fuck, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Gib mir den zweiten Teil. Also so ist es schon am Ende. Und wie gesagt, ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Ich finde die Geschichte einfach zu interessant, als dass mich der ganze Rest, der mich jetzt so ein bisschen runtergezogen hat beim Lesen, sage ich mal, da jetzt davon abhalten könnte, weiterzulesen. Aber ich möchte euch natürlich auch erzählen, wie ich es beim Lesen empfunden habe. Und ja, also von der Story hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, fand ich es auch sehr, sehr gut. Was die Liebesgeschichte in diesem Buch betrifft, fand ich es ein bisschen, ich weiß nicht, es war ein bisschen merkwürdig, denn die Liebesgeschichte war
schon irgendwie da. Also es gibt da irgendwie eine Liebesgeschichte in diesem Buch, aber auch nicht so richtig. Maybe. Ja, also kennt ihr das bei Liebesgeschichten, wenn die halt so da sind und irgendwie auch nicht? Also man weiß, es gibt eine Liebesgeschichte, unsere Protagonistin hat einen Love Interest, aber irgendwie ist das Ganze nicht wirklich präsent und das steht auch überhaupt nicht im Vordergrund, sondern wird immer nur so am Rande mal eingeworfen. Und aufgrund dieser Zeitsprünge, die man hier gemacht hat, ist das Ganze für mich eher irgendwie untergegangen. Und wo es dann wieder aufkam, dachte ich nur so, ach, irgendwie passt das nicht. Das hat so streckenweise dann nicht gepasst für mich und ich konnte das halt auch nicht nachvollziehen. Ich war nicht so richtig drin vom Gefühl her. Ich konnte mich da nicht reinempfinden in diese Liebesgeschichte. Für mich hat das alles nicht so 100% stimmig Sinn ergeben. Also wer von euch das Buch gelesen hat, wird vielleicht wissen, was ich meine. Aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber ja, das mit der Liebesgeschichte war schon so irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, war so ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten, was die Charaktere betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Die Nebencharaktere in diesem Buch fand ich auch sehr, sehr gut. Gerade am Ende, wo das dann alles so aufgelöst wurde und wo dann rauskam, was eigentlich los ist, dachte ich mir so, oh mein Gott, wie gut ist das denn? Weil ich finde, man sieht es nicht unbedingt kommen, was am Ende passiert. Also ich habe absolut nicht gesehen, was am Ende hier auf uns zukommt, wie das am Ende war. Man stellt so seine Vermutungen an und denkt so, okay, der und der könnte da mit drin hängen, das und das könnte sein. Und dann, pam, knallt dir Labor Dugo so eine Wendung rein und du denkst dir nur so, what the fuck? Krasses Ding. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, gerade zum Ende hin. Und ja, also was die Charaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Was das Setting betrifft, kommen wir nochmal ganz kurz dazu. Wir befinden uns hier in Yale und in New Haven. Und ich muss sagen, dass mir das Setting sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Beschreibungen gut. Ich fand, wie das alles dargestellt wurde, auch sehr, sehr gut. Ich fand auch diese ganzen magischen Aspekte sehr gut. Ich finde, das hat Labor Dugo auch sehr, sehr gut beschrieben. Und ich finde auch, die Übersetzung ist da an dieser Stelle wirklich richtig gut geworden. Also ich konnte alles verstehen, ich konnte alles nachvollziehen, ich konnte mir alles super gut vorstellen. Auch wie gesagt, diese ganzen magischen Aspekte mit diesen Portalen und diese Wesen, die es da noch gab. Ich konnte es mir super gut vorstellen. Ich hatte da keinerlei Probleme mit und vom Setting her hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja, was halt wirklich so für mich schwierig war, war halt, wie gesagt, der Schreibstil und die Ausdrucksweise. Das war nicht hundertprozentig meins. Ich fand auch, der Spannungsbogen ist in diesem Buch nicht immer so richtig aufgekommen, weil immer, wenn die Spannung da war, kam dieser Kapitelwechsel zu damals. Puff, ist so ein Einbruch drinne gewesen von der Spannung. Und man hat dann gefühlt, weil man ja jetzt wieder 40 Seiten damals gelesen hat, diese Spannung, dieses innere, oh mein Gott, was passiert jetzt? Das ist so abgeflacht, weil man jetzt wusste, okay, man liest jetzt erstmal 40, 50 Seiten damals, ehe man zu diesem Spannungsbogen zurückkommt. Und das war halt für mich auch so ein bisschen schwierig. Das hat so richtig, da hat die Spannung nicht so richtig gewirkt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders sagen soll. Und ja, aber wie gesagt, das ist halt so mein persönliches Empfinden. Viele Leute stört das nicht, aber ich persönlich finde das halt immer ein bisschen schwierig für mich. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir das 9. Haus von Labor Dugo wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Auch wenn ich persönlich beim Lesen meine Schwierigkeiten damit hatte. Ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Ich finde, diese Geschichte ist definitiv lesenswert. Ich kann sie euch trotz meiner Problematik und Schwierigkeiten, die ich hatte, wirklich nur empfehlen. Denn die Geschichte ist richtig, richtig cool und definitiv mal was anderes und ein ganz, ganz neuer Ansatz. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zum 9. Haus von Labor Dugo. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir doch eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob es nur mir so ging, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten bei diesem Buch hatte. Dass es nur mir so ging, dass ich ein bisschen jetzt nicht überfordert war mit der Art und Weise, wie das alles geschrieben wurde. Aber es hat mich halt schon sehr gefordert. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob es euch da auch so ging. Oder ob ihr sagt, hey, nee, ich fand es total entspannend, ich fand es total interessant. Dann, ja, freue ich mich drauf, von euch zu hören und ansonsten bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.